Hallo Leute, weiter geht's mit Millennia. Wir können die Runde beenden. Alles erledigt. Müssen uns dann bloß mal um Rom kümmern. Das Wachstum der Stadt dauert jetzt 19 Runden, habe ich gesehen. Da müssen wir mal irgendwie reagieren. Armee Babylon ist auch ganz schön unter Druck. Innovation, Plasma-Energiegranaten. Wir haben diese Invasoren lange genug bekämpft, dass wir einige ihrer Technologien rekonstruieren konnten. Uns ist die Entwicklung einer hochgradig instabilen Granate gelungen. Wir haben nur wenige davon und sie sind nur als letzter Ausweg gedacht. Deswegen sollten wir nur unsere erfahrensten Offiziere damit ausrüsten. Annehmen. Anführereinheiten, Aktion. Plasma-Energiegranate. Ja, wir machen das natürlich. Sind gespannt, was das denn dann ist. Wo war denn Babylon? Das hier ganz schön unter Druck geraten ist. Ja, verdammte Hacke. Es könnte die erste Stadt sein, die drauf geht. Hier müssen wir unbedingt mit Luftschlägen antworten. Aber ihr seht das hier vielleicht. Das Problem ist, wenn die Bodentruppen vom Mutterschiff sozusagen geschützt werden, kriegen die kaum Schaden. Normalerweise hätte es die hier fast weggewedelt, wenn man mit dem Startangriff drauf geschossen hätten. So aber absorbiert, wie es scheint, das Mutterschiff alles. Weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel. Und somit werden die dann halt immer stärker. Und in Babylon ist es halt gerade extrem. Ja, sehe ich gerade, können wir ein paar Sachen reparieren. Dann machen wir das auch. Dortmund genauso. Wir haben sie noch nicht großartig angegriffen. Da halten die jetzt wieder was mehr aus, weil die haben auch relativ wenig abgezogen bekommen. Gut, die haben ordentlich kassiert. Babylon, hier müssen wir mit Luftschlägen unbedingt uns wehren. Und auf geht's mit den Luftschlägen. Bodentruppen rausnehmen. Abydos. York. Ja, er kommt gar nicht so weit, um da bei Abydos noch für Entlastung zu sorgen. Luxor. Verteidigt Rom. Verteidigt Rom. Ja, da konnte eine Bodenstreitkraft rausgenommen werden. Das ist gut. Ah, hier reicht die Reichweite gerade so nicht aus.
Helft Rom. Und die letzte Luftstreitkraft kann hier nochmal Bodentruppen vernichten. Vernichten. Jawohl. Somit sind wir erstmal hier. Toleranz. Sind wir jetzt auch bei 8 von 10. Feine Sache. Weiter geht's mit den Bodentruppen. Hier können wir aufwerten. Ach, hier haben wir jetzt diese Plasmagranate. Was macht denn das? Vernichtet alle Außerirdischen in der Nähe. Ladung der Plasma-Energiegranate ist größer als oder gleich 1, aktuell 1. Fügt Mutterschiff der Außerirdischen 50 Schaden zu. Wow. Wow. Plasma-Energiegranate. Hammer. Das ist heftig. Das Mutterschiff hat jetzt 486. Jetzt setzen wir diese Plasma-Energiegranate ein. Dann müsste das Mutterschiff 436 haben. Ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Okay. Truppen upgraden. Dann greifen wir hier das Mutterschiff an. Ja. Wie jetzt? Hä? Das hat er noch 436. Normalerweise hat man das nur angekratzt. Was machen denn die Teile hier für einen Schaden? Die Elite-Einsatzkommandos? Was? Ist das wirklich so extrem? Wow. Jetzt bin ich aber platt. Wartet mal, weiter geht's hier. Der Fernkämpfer. Ich hätte übelst Lust, so einen Fernkämpfer alleine hier auf so ein Mutterschiff mal zu schicken, aber nee. Das wäre Quatsch. Wo ist denn der? Genau, ich sehe es. Ach, hier ist er. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn gar nicht. Aber nach Abydos hat man doch da gesagt, wo man die Truppen bringen. Ist das gegnerische oder das außerirdische Raumschiff. Die haben ebenfalls das Mutterschiff zerlegt. Die Schweden? Aha, brauchen die Truppen gar nicht mehr runterschicken. Ja, auch nicht so verkehrt. Dann nach Stockholm bitte. Die Armeen leiten. Anführer ist hier mit dabei, oder? Ja. Greift die halt an. Da ist die Armee weg. Hier müssen wir upgraden, aber wir haben einfach nicht mehr genügend Kriegs-EP. Greift die Bodentruppen da an. Da haben wir wieder ein bisschen Kriegs-EP dazu bekommen. Hier hatten wir gesagt, nach Abydos bitte die Einheiten bewegen. Dort ist der Sammelpunkt. Verhandlungen aufnehmen. Und dann können wir versuchen, hier Botschaft eröffnen. Oh, wir haben nicht genügend Diplomatie. EP werden ja gerade das Sozialgefüge hier gesteigert. Okay, dann das müssen wir uns merken. Botschaft eröffnen in Brasilien. Ja, Abydos ist unser Ziel. Haltet da mal die Stellung. Das sind die Fernkampftruppen. Ist natürlich jetzt auch, wir wandeln die halt alle um zu diesen Elite-Einsatzkommandos. Aber es ist okay, die Moral ist halt
nicht so toll. Die Maschinengewehre haben doch eine andere, eine bessere Moral, oder? Aber okay. Wir müssen erstmal gegen die Aliens hier bestehen. Das hat jetzt Priorität. Wie es dann weitergeht, werden wir ja sehen. Kulturkraft verwenden, ja. Weltraumexpedition machen wir nicht, das war meh. SETI 245 oder Heureka ebenfalls 245. Ja, machen wir Heureka. Und die Regionen sind inaktiv. Da wurden die Bomber alle fertig gebaut. Jetzt bauen wir die Elite-Einsatzkommandos. Also nicht bauen, ihr wisst schon, wir rekrutieren. Und das war's für diese Runde. Halt, nein, war's nicht. Rom. 113%, das ist uns viel zu wenig. Hier fehlt's an Strom. Informationen können wir noch nichts machen. Da fehlt uns die dementsprechende Technologie, aber Strom. Nützt alles nichts, dann müssen wir halt versuchen, Strom hierher zu bringen. Ja, eine andere Lösung sehe ich jetzt im Moment nicht. Welche Stadt kann den Rom ein bisschen was an Strom abgeben? York. Ja, York ist halt wirklich reich an Äther. Schickt mal Strömlinge nach Rom. Es reicht immer noch nicht aus. Aber immerhin 99%. Wer kann denn noch mehr Strom abgeben? Tanis braucht Bildung, sehe ich. Die haben hier auch noch keinen. Na, ihr wisst schon, staatliche Hochschule. Hier. Tanis, baut mal eine staatliche Hochschule. Auf Grasland ist es immer ein bisschen schade. Dann baut es hier oben. Ist das Wüste? Ja. Baut es hier in die Wüste rein, die staatliche Hochschule. Und schon reicht das hier aus. Wieder die Bildung. Und ihr schickt ebenfalls Strom. Ups. Ja, Strom nach Rom. Ach so, halt, halt. Ja, das ist ja blöd. Man kann nur eine Region auswählen. Wenn wir jetzt Rom auswählen, würde Rom zwar genügend Strom haben. Ja, aber dafür London nicht. Passt auf. Ja. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Ich dachte, man kann die Inlandsexporte dann auch aufsplitten. Aber nee, man kann immer nur eine einzige Stadt halt die Inlandstransporte transferieren. Und das ist hier halt jetzt nach London. Gut, dann wird Tarnis halt London unterstützen. Und dann hatten wir doch noch, war das York, wo wir noch Strom liefern hin nach, ja, Rom. Dann liefert mal noch mehr Strom hin. Kann sein, dass er jetzt hier selbst ein Stromproblem bekommt. So ist es halt auch. Aber das ist kein Thema. Ihr bekommt hier einfach noch eine Ether-Raffinerie. Dann sollte das hier alles passen. Ether-Raffinerie. Ether-Erntemaschine meine ich natürlich. Und schon habt ihr genügend Strom. Und Rom hat jetzt auch genügend Strom. Schon sind es 14 Runden statt 18 Runden oder so. Sehr gut, dann hätten wir das Problem auch gelöst. Läuft doch. Runde beenden.
Wenn wir das nächste Mal jetzt mit diesen Elite-Einheiten angreifen, schauen wir uns den Kampf an gegen die Mutterschiffe. Bin ich echt gespannt. Im Nachhinein, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, hätte man zuerst die Elite-Einsatzeinheiten erforschen sollen. Wir hatten ja zuerst die andere Sache erforscht, Widerstand oder irgendwie so hieß das, wo wir dann halt Maschinengewehrtruppen dazu bekommen. Ich bin zu gespannt, ob das jetzt hier wirklich so ist. Deswegen werden wir jetzt mal von unserem Prozedere abgehen und direkt uns jetzt hier ranwenden. Aber ich sehe gerade, wir kommen da nicht weit genug. Scheibenkleister, wir kommen nicht ganz bis hierher. Ach, Menno. Es ist kein Mutterschiff mehr in der Nähe, was wir erreichen, oder? Ja. Ach, kommt schon. Die kommen weit, aber es ist ebenfalls kein Mutter. Doch, hier ist ein Mutterschiff in der Nähe. Gut, dann. Ich will das jetzt unbedingt wissen. Wir gucken uns das jetzt an. Aber ich denke, es wird so sein, dass die Elite-Einsatzeinheiten unfassbaren Damage machen an Mutterschiffen. Immer anmachen. So. Und ihr greift jetzt hier das Mutterschiff an. Begebt euch erstmal dahin. Dann Plasmagranate. Ging nie, oder wie? Ein Auto was fahren zu plus zwei andere. Ja, ging jetzt anscheinend nicht, weil keine Ahnung. Hat vielleicht Cooldown, wie auch immer. Jetzt greifen wir an hier. Jetzt bin ich gespannt, was diese Typen hier, ob die wirklich so krass sind. Los. Ist das heftig? Ja, der Anführer geht drauf, so ein Mist. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Also erforscht zuallererst diese Elite-Einheiten, wenn ihr so eine Alien-Invasion habt. Und nicht wie wir diese andere Sache. Der Unterschied ist frappierend. Krass. Ja. Dann werdet ihr bald Geschichte sein. Klar, die halten jetzt nichts aus. Also einzeln hier gegen so ein Mutterschiff haben sie auch keine Chance. Logischerweise. Aber in Masse dann auf jeden Fall haben sie eine Chance. Ja, ihr bleibt erstmal hier. Überspringt die Runde. Bei Abydos ist halt der Sammelpunkt. Also eine Armee reicht, also eine komplette Armee reicht jetzt pro Mutterschiff aus. Dann vorwärts. Schwuppsdiwupps. Bodenstreitkraft der Aliens weg. Ihr müsst nach Süden, da müsste Abydos irgendwo sein. York. Ja, da. Gibt es hier noch irgendwo Aliens? Alienschiffe? Unser U-Boot jagt. Ah, ich muss es wieder ausschalten. Wir machen aber wenig Schaden an den Konquistatoren.
Technologie auswählen. Oh, das haben wir also jetzt auch fertig. Aber halt, wir müssen erstmal die Stadtangriffe und so machen. Nützt nichts, Leute. Den haben wir auch nicht viel abgezogen. Pompeji. Ja. Wir haben auch schon ordentlich kassiert. Noch haben wir keine Stadt verloren. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn wir eine Stadt an die außerirdischen Invasoren verlieren. Ob die Stadt dann zerstört wird oder was? Wir werden erstmal das zurück wiederstellen auf nie, weil jetzt kommen die Bomber dran. St. Petersburg hat keine Aliens mehr in Reichweite, die wir angreifen könnten. Dann müssen wir die Truppen umdispositionieren nach Manisa. Evidos hat noch Ziele, die wir angreifen können. Verteidigt Rom. Bald Geschichte, das Mutterschiff. Barcelona. Doch hier, direkt vor Barcelona sind noch die Aliens. Wahnsinn, die Luftstreitkräfte, oder? Also die Masse, die wir jetzt unser eigen nennen können. Schon nervig ist, dass man halt gar nicht so viel stationieren kann. Es wäre besser, wenn man die alle zusammenziehen könnte. So müssen wir die alle halt alle einzeln irgendwo hin bewegen oder angreifen lassen. Aber das überdenken die nochmal. Klar, man kann Flughäfen und sowas bauen. Oder wartet, war da? Ich glaube, die Flughäfen sind Gebäude, die man bauen kann. Ich weiß gar nicht, ob es eine Infrastruktur gibt, wo wir die Anzahl der... Nee, eigentlich dürfte es das nicht geben. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es Gebäude, die wir bauen können, wo wir die Anzahl der Militärflugzeuge erhöhen können. Flughafen zum Beispiel, oder? Nö, falsch. Das der Flughafen, das war nur das, wo man die Leute instant hin und her transferieren kann. Aber ich hätte gedacht, es gab irgendwie ein Gebäude, wo wir die Anzahl der Militärflugzeuge erhöhen können. Sollte ich mich wirklich geirrt haben? Oder hat das einfach nur damit zu tun, wie groß die Stadt ist?
Zwei Lufteinheitenkapazitäten in 29er Stadt. Rom ist unsere größte. Wie viel können wir denn hier stationieren? Ebenfalls nur zwei. Das finde ich Quatsch. Das ist wirklich absolut nervig, wie ihr hier gerade seht. Gerade wenn man eine riesengroße Luftarmee hat, Luftflotte hat, da zieht man sich ja einen hässlichen, ey. Also, nee. Das muss jetzt nicht wirklich sein, wie ich finde. Da sollten sie das nochmal alles überdenken. Gut. Dann Technologie auswählen. Ja. Ach ja, die Stromnetze. So. Intelligentes Stromnetz. Da brauchen wir 5 hydroponische Farmen. Verbesserungspunkte. Ah. Hier können wir jetzt wieder Schaufelpunkte einsetzen statt Spezialisten. Aber kostet unfassbar viel Energie. Und was macht denn das intelligente Stromnetz? Es bringt einfach 10 Energie. Das ist natürlich bombastisch, dieses intelligente Stromnetz. Dann haben wir Materie-Energie-Kondensator. Wandelt zwei Stahl in zwei gespeicherte Energie um. Ja. Und ein hochenergetische Batterieanlage. 16 Energie bringt das. Das bringt ja noch mehr als das intelligente Stromnetz. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen, aber erstmal wählen wir jetzt noch was aus. Diesmal nehmen wir jetzt wirklich hier die Informationssachen. Das brauchen wir einfach. Dann heißt es, intelligente Stromnetze erstmal bauen. In Tarnis ist ja die Einheit fertig und sie haben es nicht umgeändert. Das ist so. Meh. Wir müssen die jetzt wirklich wieder einzeln rausziehen. Und ist in York ebenfalls eine Einheit fertig geworden? Nee. Dann schauen wir uns York an. Intelligentes Stromnetz dauert 4 Runden. Gönnen wir uns. Wir können das auch beschleunigen. Aber muss nicht sein. 4 Runden ist okay. Dann in Tarnis ebenfalls das intelligente Stromnetz. Wenn wir sehen, wo es ist. Hier. 4 Runden ebenfalls okay. In 4 Runden haben wir dann auch die Informationsforschung fertig. Somit sind wir hier jetzt erst einmal durch. Barcelona baut noch den letzten Propellerbomber. Also Runde beenden. Aber erst in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Die Folge ist durch. Eliteeinheiten sind heftig gegen Mutterschiffe. Haben wir gelernt. Und was wir auch gelernt haben, abonniert den Kanal bitte. Es kostet euch keinen müden Cent. Aber es motiviert mich hier ungemein weiterzumachen und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass der Kanal wächst, wenn auch langsam, aber stetig. Und das ist doch eine feine Sache. Also, lasst ein Abo da. Ein Däumchen nach oben wäre nett, muss aber nicht sein, aber Abo muss sein. Danke natürlich auch an alle Leute, die schon ein Abo dagelassen haben und dem Kanal hier die Treue halten. Danke dafür, Leute. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Millennia. Bis dahin, bye bye, euer Sadum.